Willkommen zu unserer Präsentation über die Industrie 4.0 und die Auswirkungen von IoT auf Logistik- und Materialflusssystemen. Diese Präsentation wurde bearbeitet von Svetlana Hild, Birol Mimoglu und Dennis Soller. Im Folgenden wird Svetlana etwas über die Industrie 4.0 erzählen. Was ist die Industrie 4.0? Wie ist Industrie 4.0 entstanden? Was für Komponenten besitzt sie und was für Chancen und Risiken? Im zweiten Teil redet Birol darüber, wie das IoT, das Supply Chain Management und die Materialflusssysteme beeinflusst. Er redet über das Internet der Dinge, Just in Time, das Lean Management, RFID-Chips, Identifikationstechnologie, Sensortechnologie, das SAP, Ziele der Materialflusssysteme und Supply Chain Management sowie Probleme beim Supply Chain Management. Im dritten Teil werde ich über die Veränderung der Industrie 4.0 und der Logistik reden. Und vor allem, welchen Einfluss die Industrie 4.0 auf die Logistik nimmt. Was genau Big Data ist, cyberphysische Systeme und Smart Factories. Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution und beschreibt den verstärkten Einsatz von Digitalisierungstechnologien in der heutigen Industrie. Dann kommen wir dazu, wie ist die Industrie 4.0 entstanden? Um sich klarzumachen, wie diese entstanden ist, ist es wichtig, sich die vorherigen industriellen Revolutionen anzuschauen, denn all diese bauen aufeinander auf. Man spricht erst von einer industriellen Revolution, wenn die Neuausrichtung von Industrie- und Produktionstechnologien stattgefunden hat. Alle industriellen Revolutionen, die erste, zweite und dritte, fanden sehr abrupt statt. Die vierte industrielle Revolution ist die industrielle Revolution, die sich immer noch weiterentwickelt. Hier die erste industrielle Revolution, Entwicklung der Dampfmaschine. Die Dampfmaschine wurde entwickelt. Es wurde zum ersten Mal möglich gemacht, dass manuell verrichtete Arbeiten maschinell hergestellt werden konnten, durch Dampfkraft eben. Darauf baute die zweite industrielle Revolution auf, denn diese ersetzte die Dampfkraft durch elektrische Anlagen als Antrieb und das machte es dann möglich, arbeitsteilig und großindustriell in Massen zu produzieren durch Fließfertigung. Dann die dritte industrielle Revolution wurde als digitale Revolution bezeichnet. Dort wurden dann Computerprogramme und Mikroprozesse in diese Industriebetriebe immer mehr und mehr sind eingeflossen. Es wurde in den Industriebetrieben kaum mehr möglich gemacht, diese Prozesse wegzudenken. Deshalb eine digitale Revolution. Dann kommen wir jetzt zur vierten industriellen Revolution, ist eine Weiterentwicklung dieser Digitalisierung durch CPS. CPS sind cyberphysische Systeme, dazu kommen wir gleich nochmal. Und ein anderes großes Kernelement der Industrie 4.0 ist die Vernetzung durch IoT. IoT, Internet of Things, übersetzt Internet der Dinge, dazu kommen wir gleich auch nochmal ein wenig detaillierter. Nun kommen wir zu den Komponenten der Industrie 4.0. Die Komponenten der Industrie 4.0 sind, wie man hier sehen kann, IoT, Big Data, CPS, Smart Factory, Wertschöpfungsnetzwerke und individualisierte Produkte. IoT, wie eben schon erwähnt, bedeutet Internet of Things oder auf Deutsch Internet der Dinge. Er ist ein Kerngedanke der Industrie 4.0 und dient der Verschmelzung von der virtuellen Welt mit der realen Welt, indem es Geräte, Produkte und Alltagsgegenstände miteinander über das Internet vernetzt. Diese Vernetzung, dadurch entstehen enorme Datenmengen. Deshalb hier der Begriff Big Data. Diese enormen Datenmengen, die dort entstehen, sind klassische Datenverarbeitungssysteme, sind diesen nicht gewachsen. Deswegen ist ein wichtiger Punkt der Industrie 4.0 der Beherrschung dieser Daten gewidmet. Denn Big Data beschreibt aber nicht nur die benötigte Datenmenge, sondern auch die Geschwindigkeit und die Bandbreite der Datentypen und Datenquellen, die benötigt werden, um diese ganzen Daten zu verarbeiten. Big Data und IoT machen CPS erst möglich. Wie vorhin schon erwähnt, CPS steht für cyberphysische Systeme, dessen Objekte, wie zum Beispiel Gebäude,
die eingebettete Systeme, Sensoren oder Akteure enthalten. Das macht es dann möglich, für diese Geräte oder Gebäude miteinander über das Internet der Dinge zu kommunizieren und teilautonom eigenständig zu handeln. Kommen diese cyberphysischen Systeme dann in einem Industriebetrieb verstärkt zum Einsatz, spricht man von einer Smart Factory. Gerade eben erwähnten wir, CPS ist in der Lage, teilautonom zu handeln. Daher hier, durch CPS und über IoT können dann auch Fertigungsaufträge sich selbst und autonom steuern. Die Wertschöpfung ist in der Smart Factory dezentral und durch zum Beispiel Augmented Reality-Anwendungen wird die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine noch ein wenig durch diese Digitalisierung vereinfacht. Hier nochmal zur Veranschaulichung, wie diese cyberphysischen Systeme miteinander kommunizieren können. Hier oben links sehen wir Maschine 1, gibt die Information weiter, brauche Wartung in 30 Minuten, damit dann weitere Schritte automatisch eingeleitet werden können. Dann kommen wir hier zu den Wertschöpfungsnetzwerken. Eine Smart Factory stellt nämlich eine Neuorganisation dieser dar. Ein Wertschöpfungsnetzwerk besteht aus seinen Wertschöpfungspartnern und deren Kernprozesse. Diese Partner konzentrieren sich auf ihre eigenen Kernkompetenzen. Ein Austausch von Dienstleistungen und Produkten ist dann somit möglich und jeder Wertschöpfungspartner trägt so dann eigenständig zum Wertschöpfungsprozess bei. Dann kommen wir zu unserer letzten Komponente, individualisierte Produkte. Wir sprachen eben von Wertschöpfungspartnern. Hier die Industrie 4.0 ermöglicht, den Kunden als Wertschöpfungspartner in den Produktionsprozess zu integrieren. Dieser kann dann so Teile dieses Prozesses übernehmen und seine Produkte nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen individualisieren. Ein Beispiel dafür ist der Müslihersteller Müsli.com. Dieser ermöglicht es nämlich, aus über 500 Billionen Produktvariationen sein eigenes Müsli herstellen zu lassen. Diese Komponenten der Industrie 4.0 bringen natürlich auch Chancen und Risiken mit sich, die sich jeder Industriebetrieb bewusst sein muss. Kommen wir hier erstmal zu den Chancen der Industrie 4.0. Alle Chancen aufzuzählen würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf die meiner Meinung nach vier wichtigsten. Das ist einmal die Individualisierung. Darüber sprachen wir gerade schon mal. Da gehen wir gleich nochmal intensiver darauf ein. Dann haben wir hier zweitens die Industrie 4.0-Anwendungen. Augmented Reality wurde vorhin auch erwähnt. Hier nämlich der erste Punkt, Head-Up-Display ist Augmented Reality. Und dann haben wir noch eine andere Anwendung hier, die nennt sich Smart Grids. Dann kommen wir zum dritten Punkt, Online-Überwachung bringt Effektivität und Optimierung mit sich. Und zum letzten Punkt, viertens, Digitalisierung, Ressourcenschonung, Ressourceneffizienz, Verringerung der Lagerkosten, Remission, Makulieren und die Produktivität der Mitarbeiter. Da gehen wir jetzt aber auf jeden Schritt nochmal intensiver ein. Wir sprachen eben schon über die Komponente der individualisierten Produkte. Hier nochmal deren Chance dazu, denn die Rentabilität von Kleinaufträgen kann dadurch steigen, weil der Nutzen und die Zahlungsbereitschaft erhöht wird, dadurch, dass explizit auf Kundenwünsche eingegangen werden kann. Dann kommen wir hier zweitens zu den Industrie 4.0-Anwendungen. Erstmal zum Head-Up-Display. Wie eben schon erwähnt, Head-Up-Display ist eine Augmented Reality-Anwendung und ermöglicht es, alle benötigten Informationen in das Sichtfeld des Bearbeiters zu projizieren. Wichtig, wenn durch Ferndiagnosen Fehler an Maschinen oder Anlagen festgestellt wurden, können diese Mitarbeiter eigenständig unter Anleitung diesen Fehler selbst beheben. Dies führt dann zu Job Enlargement und Job Enrichment, was einfach nur bedeutet, dass ihr Arbeitsgebiet vertieft und ausgeweitet werden kann. Hier zur Verdeutlichung ein Augmented Reality System. Wir sprachen gerade über Job Enrichment und Job Enlargement. Hier ist so ein Beispiel nochmal visualisiert. Wir haben hier nämlich einen Mitarbeiter, der einen Teil eines Gerätes zusammenbauen muss. Eben unter dieser Anleitung. Hier wird mit Licht- und Farbsignalen signalisiert, ist dieser Mitarbeiter an der richtigen Stelle, benutzt er das richtige Material. Hier wird signalisiert, was gebraucht wird, wo das Teil rauf muss. Alles gut verlaufen, es wird mit Grün signalisiert.
hier nochmal, in welches Fach gegriffen werden muss, welches Material dafür gebraucht wird, wo dieses Material hin muss. Hier sehen wir, der Mitarbeiter fällt in das richtige, in das falsche Fach. Es wird sofort signalisiert, das ist nicht das richtige Fach, nicht das richtige Material. Hier wird gesagt, welches Werkzeug gebraucht wird und sogar mit was für einer Stärke diese Schrauben angezogen werden müssen. Dann kommen wir hier zu den Smart Grids, unserer zweiten Industrie 4.0 Anwendung. Smart Grids bedeutet intelligente Stromnetzwerke. Diese kombinieren den Verbrauch, die Erzeugung und die Speicherung von Strom und Energie. Die gleichen dadurch Leistungsschwankungen aus, indem sie dann den Energieverbrauch und den Bedarf miteinander abstimmen. Das führt dazu, dass Energiekosten gesenkt werden, Energieverluste in der gesamten Wirtschaft gesenkt werden können und dadurch wird dann die Energieeffizienz erhöht. Kommen wir nun zu unserem dritten Punkt, Online-Überwachung. Als erstes haben wir hier die Effektivität. Warum ist die Industrie 4.0 effektiv? Diese Online-Überwachung ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Fehlern und Verschleißerscheinungen. Das verhindert Stillstände, indem Wartungen vorausschauend durchgeführt werden können. Das heißt dann auch, dass der Austausch nicht mehr nach Plan durchgeführt wird, sondern erst nach Bedarf. Das erhöht die Effizienz der Anlagen, des Anlageneinsatzes und des Materialeinsatzes. Optimierung, denn durch diese Online-Überwachung ist es dann eben möglich, dass ein Navigieren in Echtzeit möglich gemacht wird. Auslieferungsvorgänge werden dadurch überwacht, Fehllieferungen werden verhindert, Logistikprozesse optimiert. Das Fahrzeug kann zu jeder Zeit bei einem Stau oder irgendwelchen Behinderungen auf der Straße auf die optimalste Route gesteuert werden. Das verkürzt Transportwege und schont die Umwelt. Dann kommen wir hier zu unserem letzten Punkt. Viertens, Digitalisierung. Erstmal zu der Ressourcenschonung. Die Industrie 4.0 verursacht eine Dematerialisierung. Das heißt, Medien werden online immer mehr und mehr online genutzt. Videos zum Beispiel oder Musik durch Streamingdienste. Das führt dann zu einem Rückgang der Produktion dieser Tonträger. Der Ressourcenverbrauch geht zurück und die dazugehörigen Transportwege werden auch eingespart. Ressourceneffizienz. Digitale Speicher ermöglichen einen vereinfachten Informationszugriff. Das heißt, die Zusammensetzung unserer Produkte können wir leichter feststellen. Das unterstützt nicht nur die Demontage, sondern auch das Recycling. Das heißt, der Abfall wird verringert und die Effizienz der Ressourcen wird hier auch erhöht. Kommen wir hier zu der Verringerung Lagerkosten, Remission und Makulieren durch die Digitalisierung der Literaturwelt. Print on Demand. Print on Demand bedeutet, dass Bücher nicht mehr auf Vorrat gedruckt werden, sondern diese werden erst heruntergeladen und nach Bedarf gedruckt. Das verringert dann die Lagerkosten, die Remission und das Makulieren von nicht verkauften Büchern. Dann kommen wir hier zu unserem letzten Punkt, das ist die Produktivität der Mitarbeiter. Denn die Digitalisierung ermöglicht digitale Kommunikationsformen, zum Beispiel Skype. Persönliche Meetings werden dadurch ersetzt, denn Videotelefonie und Konferenzen sind möglich. Das heißt, Zeit und Wege werden gespart. Dies verringert dann die Umweltbelastung, da Geschäftsreisen nicht mehr nötig sind. Und die Produktivität wird der Mitarbeiter auch erhöht, da sie diese Zeit dann produktiver nutzen können. Wie auch bei den Chancen, alle Risiken aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf die zwei wichtigsten. Das ist einmal der Datenschutz und die Transparenz Big Data. Wir sprachen vorhin über die Vernetzung und den hohen Datenaustausch zwischen den Wertschöpfungspartnern über das Internet. Das heißt dann aber auch, dass dieser Datenaustausch eine große Angriffsfläche bietet. Denn diese Daten sind enorm wichtig für unseren Austausch und die Kommunikation. Daher müssen diese gegen Manipulation und Diebstahl geschützt werden. Wir sprechen aber nicht nur von Datensicherheit. Datensicherheit ist nämlich der Schutz dieser unternehmensinternen Daten.
Wir müssen hier auch Datenschutz beachten. Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten. Jede natürliche Person hat ein Recht auf personelle Selbstbestimmung. Darauf muss ein Industriebetrieb dann auch enorm Acht legen. Kommen wir hier zu zweitens zu der Transparenz Big Data. Wie gesagt, vorhin sprachen wir auch darüber, dass Big Data eine riesige Komponente der Industrie 4.0 ist, durch diese enormen Datenmengen, die dort durch diese Vernetzung entstehen. Dafür brauchen wir Analysehilfen für das Management, damit eine erfolgreiche Unternehmensführung möglich gemacht wird. Diese Daten müssen gefiltert werden und dem Management zur Verfügung gestellt werden, damit weitere Entscheidungen getroffen werden können. Bezogen auf die Transparenz Big Data, einmal hier ein Beispiel eines Management-Cockpits. Hier kann man einmal sehen, welche Daten da alles zusammenkommen, welche Daten da alles gefiltert werden müssen und in was für einem Umfang diese dargestellt werden sollten. Also ich werde euch jetzt erklären, wie IoT, also das Internet der Dinge, das Supply Chain Management und die Materialflusssysteme beeinflusst. Wie beeinflusst IoT das Supply Chain Management und die Materialflusssysteme? Die Digitalisierung beeinflusst fast alle Bereiche des Unternehmens und die Partnerunternehmen, mit denen Geschäfte gemacht wird. Es gibt viel mehr elektronische Geräte und Systeme, die die Arbeit der Angestellten vereinfachen und Informationen viel besser und schneller übertragen können, damit der reibungslose Ablauf stattfinden kann, ohne Verzögerung und Behinderung. Um mit diesen Veränderungen umgehen zu können, muss sich das ganze Unternehmen dementsprechend anpassen. Vorher gibt es eine kleine Einführung mit Themen, die eine wichtige Rolle spielen, um eine Verbindung mit diesen einen Zusammenhang zu kriegen. Internet der Dinge oder auch bekannt unter dem Namen Internet of Things ist ein Sammelbegriff für die Verschmelzung von Alltagsgegenständen und Maschinen mit dem Internet. Im Grunde geht es um die zunehmende Vernetzung von intelligenten Gegenständen, damit Maschinen besser untereinander kommunizieren können und die Unternehmen einen besseren Überblick davon haben, was eigentlich gerade passiert. Wie das Ganze aussieht, darauf wird noch später im Verlauf eingegangen. Just-in-Time. Der Ursprung von Just-in-Time kommt aus Japan, weil es dort in den 1950er Jahren schwer war, an Rohstoffe und Arbeitsmaterialien zu kommen. Aus diesem Grund haben die japanischen Unternehmen eine Arbeitsweise gehabt, bei der sie möglichst ohne Verschwendung und möglichst effizient mit den Rohstoffen arbeiten müssen, die sie gerade zur Verfügung hatten. Die haben Materialien so angekauft, dass es dann angekommen ist, wenn sie es wirklich im Moment gebraucht haben, um so die Lagerkosten möglichst gering zu halten und ohne Verzögerung arbeiten zu können. Damit dies funktioniert, müssen die verschiedenen Unternehmen besser miteinander vernetzt sein, damit dies einfacher realisiert werden kann. Lean Management. Beim Lean Management geht es um die Verringerung der Verschwendung, um Abfallkosten zu sparen und optimale Ausnutzung der Rohstoffe, Maschinen, Arbeiter und Transportwege. Dabei kann es von einem einzelnen Arbeitsbereich bis hin zu einem Unternehmensbereich unterschiedliche starke Wirkung haben. Beim Lean Management spielt Just-in-Time-Lieferung eine wichtige Rolle, worauf gleich genauer eingegangen wird, da es von Bedeutung ist, dass die Materialien, mit denen gearbeitet wird, genau dann geliefert werden soll, wenn sie auch wirklich benötigt werden. Durch die Verringerung von verschwendeten Ressourcen steigt automatisch die Produktivität des Unternehmens, während die Produktivität steigt und die Reduzierung von Rohstoffverschwendung und Verzögerung sinkt. Dann sinken damit auch die Produktionskosten. Wenn die Kosten reduziert werden, können die Preise der Endprodukte ebenfalls gesenkt werden, was dazu führt, dass mehr verkauft werden kann. Langzeitig betrachtet ist das auch eine Methode, was ein Unternehmen konkurrenzfähiger macht, da es schwieriger wird, das umzusetzen, je größer das Unternehmen ist und je weniger die einzelnen Bereiche miteinander vernetzt sind. RFID-Chips steht für Radio Frequency Identification. Darunter versteht man die kontaktlose Identifikation von Objekten und Datenfassung durch Funkwellen. Es kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, und zwar Zutrittskontrolle, Fahrzeugidentifikation, Wegfahrsperre, Reisepässe, Produktfälschungssicherheit, Logistikanwendung und die Rückverfolgung. Wenn alle oder zumindest ein Teil der Produkte mit RFID ausgestattet sind, kann die Position besser bestimmt werden und es ist einfacher für Unternehmen, mit dieser Ware zu arbeiten, weil sie wissen alle wichtigen Informationen, und zwar die Anzahl, Position und die Station, die das Produkt schon durchlaufen hat. In der Pharmaproduktion ist ein gut funktionierendes Materialfluss besonders wichtig, da es sich um hochsensible Produkte handelt, die mit allergrößter Vorsicht behandelt werden muss. Das ist nur eines der möglichen Bereiche, in dem es sehr wichtig ist, dass man diese Technologie benutzt.
Also eine Identifikationstechnologie. Der Einsatz von zum Beispiel QR-Codes ist ein Unternehmen immer mehr von Bedeutung, ganz besonders beim Bereich der Logistik und Lagerhaltung, um Waren besser und schneller ohne den Einsatz von Papier zu organisieren und bewegen. Diese Technologie wird aber nicht nur in der Logistik benutzt. Damit ist es auch möglich, alle Arten von Informationen über eine Produkt oder Ware aufzurufen, um Daten herauszufinden, wie zum Beispiel Ursprung oder Ort. SAP. Viele Unternehmen benutzen SAP-Programme, um die Steuerung, Organisation und Planung des Unternehmens zu vereinfachen. Das Programm bietet viele Funktionsmöglichkeiten, darunter auch die Benutzung von Drittanbietern. Es kann bei großen als auch bei kleinen Unternehmen eingesetzt werden. Im Grunde ist das Programm eine Brücke zwischen Mensch und Maschine. Es kann mit großen Datenmengen umgehen. Dieses Programm ist hilfreich immer in große und besonders hilfreich für große Unternehmen, da es dort sehr oft schwer ist, einen Überblick zu kriegen, was gerade vor sich geht. Ziele der Materialflusssysteme und Supply Chain Management. Es gibt drei wichtige Punkte: Steigerung der Produktivität, Steigerung der Qualität des Produktes und Kostenreduzierung. Bei der Steigerung der Qualität, dies kann erreicht werden, wenn ein starker Informationsaustausch in den einzelnen Bereichen des Unternehmens stattfindet. Auf die Art können sich diese Bereiche sich besser abstimmen und es kommt weniger zu Verzögerungen, was zu einer Produktivitätssteigerung führt. Steigerung der Qualität des Produktes. Es ist wichtig, dass die Produkte der Ware möglichst defekt und fehlerfrei bleibt, weil diese die Produktion stören und verlangsamen. Wenn die Produktion der Ware fehlerfrei abläuft, dann werden auch weniger Rohstoffe benötigt, das zum Senkung der Produktionskosten führt. Kostenreduzierung. Es gibt Kosten durch Abfall, Lager, lange Bearbeitungszeiten und Verzögerungen durch schlechte Organisation des Unternehmens. Bei besonders großen Unternehmen kann es oft vorkommen, dass die keine Übersicht über die gesamten Vorgänge haben, weil es einfach zu viel ist, es persönlich zu tun. Deswegen ist eine computergestützte Kontrolle und Organisation von besonderer Wichtigkeit, da es nur auf diese Art und Weise bei etwas größeren Unternehmen zu einer effizienten Steigerung der Prozesse führt. Probleme im Supply Chain Management. Das Supply Chain Management ist verwundbar für verschiedene Arten von Problemen. Es gibt sehr bekannte Probleme wie der Bullwhip-Effekt bis hin zu eher unbekannten Problemen, die man im Internet finden kann. Jedes dieser Probleme kann für Unternehmen unterschiedliche Auswirkungen haben. Ich beziehe mich hier auf eines der bekannteren Probleme, und zwar den Bullwhip-Effekt, auch bekannt unter unkoordinierte Nachfrageschübe. Wenn sich ein Unternehmen darum bemüht, sich nur um ihre eigenen internen Prozesse zu kümmern und sich bemüht, dies möglichst effizient zu gestalten, zu planen und zu steuern, so besteht nicht nur die Möglichkeit, dass sich diese Unternehmen suboptimal verhalten, sondern das ganze System erhebliche Probleme bekommen kann. Angenommen, es kommt dazu, dass ein Unternehmen die Bestellung mit kleineren Änderungen der Menge aufgibt. So braucht der Lieferant erstmal etwas Zeit, um darauf zu reagieren. Und das nimmt etwas Zeit in Anspruch. Dieser Vorgang geht dann zurück und zwar jede Zwischenstufe bis zum Rohstofflieferanten, was dazu führt, dass die Bearbeitung und Reaktionszeit auf diese Änderung vom ursprünglichen Lieferant bis hin zum ersten Lieferanten viel Zeit in Anspruch nimmt, weil es eine Zeit dauert, bis dieser erste Lieferant der Ware überhaupt darauf reagieren kann und den Auftrag anzupassen. Das heute als Bullwhip-Effekt bekannte Problem wurde schon in den 50er Jahren vom Industriellen J. W. Forrester in seiner Plädoyer Towards a Theory bekannt gegeben. Dies könnte vermieden werden, wenn zum Beispiel die Lieferanten ein System benutzen, bei dem jeder, der die Information zur selben Zeit bekommt, auf die Art haben alle Lieferanten genug Zeit, um auf die Änderung angemessen zu reagieren. Damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt, wenn einzelne Unternehmen sich dazu entschließen, besser zusammenzuarbeiten, dann haben die deutlich bessere Vorteile, sie viel schnellere Reaktionszeit und Risikoreduzierung. Im Folgenden werde ich darüber reden, wie die Industrie 4.0 Einfluss nimmt auf die Logistik und wie sich Industrie 4.0 und Logistik verändern. Die Industrie 4.0 verändert die Logistik grundlegend. Sie nimmt Einfluss auf alle Glieder der Wertschöpfungskette und vor allem auf die Produktion. Hier auf dieser Folie visualisiert ist ein Input-Output-Schema der normalen konventionellen Fabrik. Wie zu sehen ist, auf der Input-Seite werden hinzugegeben an Produktionsfaktoren Raw Materials, Human Resources, Kapital, Technology und Informationen. Diese werden verarbeitet durch Maschinen, herkömmliche Technologie, wie wir sie kennen, Management Activities und Employees Work Activities.
Daraus entstehen dann Outputs, Products and Services, Financial Results, Informations and Human Results. Durch den Umschwung auf die Industrie 4.0 wird dieses Schema allerdings etwas abgewandelt. Raw Materials, Human Resources und Kapital bleibt bestehen, ganz normal. Technology allerdings wird zu cyberphysischen Systemen und Informationen zu Big Data. Der normale Transformationsprozess wird auch ersetzt. Dieser findet nun über Smart Factories statt und der normale Output produziert ab jetzt Smart Products und Smart Services. Das Ganze nennt sich Smart Logistics, der ganze Materialfluss vom Inputs bis zu den Outputs. Aber was ist denn Big Data überhaupt? Big Data ist eine riesige Ansammlung an Daten, die verarbeitet werden müssen und dann gebraucht werden können. Diese Daten entstehen durch Smart Products und Smart Services. Cyberphysische Systeme sind quasi normale Maschinen, die durch ein bzw. mit einem IoT-Modul ausgestattet wurden und nun miteinander vernetzt sind und kommunizieren können. Sie können ihren Standort wiedergeben, können Probleme in einer Produktion wiedergeben oder können auch darauf reagieren, wenn die Produktion abgeändert wird, wenn neue Bestellungen reinkommen, Stellungen stagniert werden oder einfach abgeändert werden sollen, was einfach zu einer viel größeren Flexibilität innerhalb der Produktion führen kann. Der Transformationsprozess ist, wie gesagt, abgeändert und wird jetzt in Smart Factories stattfinden. Smart Factories funktionieren durch die Ansammlung von Daten, also der Big Data und den cyberphysischen Systemen, die untereinander vernetzt sind. Die Prozesse funktionieren autonom in Smart Factories, weswegen nur kleine, unwesentliche Entscheidungen meistens noch durch Menschen überhaupt getroffen werden müssen. Sie entscheiden größtenteils in einem gewissen Rahmen eigenständig und können so die Prozesse optimieren. Entstehen durch diese Prozesse tun Smart Products und Smart Services. Smart Products sind alle Produkte, die eben durch diese Smart Factories hergestellt werden. Alle, sagen wir mal, eigenständig und autonom in einem gewissen Rahmen denkenden Produkte, die Informationen aufnehmen während des Prozesses des Entstehens, aber auch abgeben können nach dem Prozess des Entstehens. Das heißt, diese nehmen Informationen des Nutzers auf und geben diese weiter, damit diese Daten weiterhin verwendet werden können und benutzt werden können, um Prozesse zu optimieren oder um neue Produkte herzustellen, die dem Nutzer angepasst sind. Dasselbe gilt für Smart Services, den Dienstleistungen. Dies sind an den Nutzer angepasste Services und Dienstleistungen, die optimiert sind und die bestmöglichen Results erstellen sollen. Das Ganze wird unterstützt durch Smart Logistics, quasi der Materialfluss, der noch die Dienstleister und die Lieferanten mit einbezieht. Durch die Industrie 4.0, aber auch durch die Digitalisierung werden immer mehr Daten erschaffen. Allein 2020 werden laut IDC, der International Data Corporation, 40.000 Zettabytes Daten erwartet. Das sind ungefähr 10 hoch 21 Bytes, nur um sich da mal ein Bild von zu machen. Das Wachstum der Daten ist aktuell exponentiell, dadurch, dass halt eben immer mehr Geräte als Smart Products produziert werden. Als Beispiele zum Beispiel Mikrowellen, Waschmaschinen oder Kühlschränke, die Daten aufnehmen, produzieren und weitergeben. Herkömmliche Systeme zur Datenerfassung reichen nicht mehr aus durch die Kurzlebigkeit, Komplexität und Vielseitigkeit der Daten. Beispiele für diese Daten, die erfasst werden und auch benötigt werden und weiterverarbeitet werden, sind zum Beispiel Auftragsdaten, Bestandsdaten, Materialdaten, Lieferantendaten, Zahlungsdaten, Personaldaten, Wetterangaben, Standortangaben, Betriebs- und Wetterhistorien. Viele der Daten werden hauptsächlich zum Beispiel betriebsintern erfasst durch sagen wir mal ERP-Systeme oder MES-Systeme. Aber einige der Daten, beziehungsweise auch viele dieser Daten, werden auch durch die Öffentlichkeit und die Umgebung erfasst, wie Wetterhistorien oder Standortangaben.
Big Data wirkt sich auf die Produktion, Logistik, Instandhaltung, Qualitätswesen, Verkauf, After Sales und Servicegeschäft sowie das Finanzgeschäft aus. Also quasi alle Mitglieder der Wertschöpfungskette. Um das volle Potenzial der Big Data allerdings nutzen zu können, muss diese umgewandelt werden zu Smart Data. Also durch Programme, die darauf ausgelegt sind, diese Dateien zu verwalten und aus ihren Rohformaten nutzbare Formate zu machen, die weiterverwendet werden können, um Prozesse zum Beispiel zu optimieren. Big Data lässt sich unterteilen in die 4V: das Volume, die Variety, die Velocity und die Veracity. Volume ist der Umfang der Datenmenge, der in Bytes, Datensätzen oder Dateien gemessen werden kann. Variety ist die Vielfalt der Erscheinungsformen, Daten und Formate, in denen die Daten vorkommen können. Velocity ist die Bezeichnung für die Aktualität der Daten sowie die Geschwindigkeit ihrer Übertragung, Erzeugung und Verarbeitung. Veracity ist die Vertrauenswürdigkeit bzw. die Qualität der Daten. Die Datennutzung und Verarbeitung kann in 4 Schritten beschrieben werden. Einmal der Erfassung und Sammlung von Daten, darauf folgend die Speicherung und Strukturierung. Danach die Verarbeitung, wie zum Beispiel Filterung, Verdichtung und Analyse. Und zu guter Letzt die Nutzung durch Visualisierung, Weitergabe oder eben Prozessoptimierung. Die Erfassung und Sammlung von Daten kann zum Beispiel durch ERP-Systeme erfolgen. ERP-Systeme sind in allen größeren Fabriken und Industrien verbaut und werden benutzt, um Informationen zu managen und Prozesse zu kontrollieren. Diese lassen Daten entstehen, wie zum Beispiel Prozessdaten, Bestandsdaten, Kundendaten, Lieferantendaten, und diese Daten können weiterhin benutzt und verwendet werden. Das System Monitoring, wie zum Beispiel SCADA, ist ein Programm und eine Software, die Prozesse und Maschinen direkt überwacht. Dieses Programm kann Daten abrufen, wie zum Beispiel Standorte, Fehlermeldungen und ähnliches. Diese Daten können ebenfalls weiterverwendet werden, um letztendlich die Prozesse zu optimieren. Eine weitere gute Datenquelle sind öffentliche Datenquellen, wie zum Beispiel Wettervorhersagen oder Standortdaten. Im nächsten Schritt der Speicherung und Strukturierung werden alle möglichen Daten gespeichert, in zum Beispiel Data Lakes, Datenbanken oder im Industrial Data Space, und werden halt eben strukturiert oder eben auch nicht. Data Lakes zum Beispiel dienen nur dazu, erstmal Daten aufzufangen und zu sammeln in größeren also Datenseen, ohne überhaupt erstmal strukturiert oder irgendwie sortiert zu werden. Datenbanken hingegen nehmen diese Rohdaten und sammeln und strukturieren sie. Sie ordnen sie nach einem gewissen Konzept schon mal an. Das Industrial Data Space fungiert ebenfalls als Datenbank, intern und extern. Also mit anderen Worten, das Industrial Data Space verwendet einmal eine riesige Cloud, in dem alle Mitglieder einer Wertschöpfungskette darauf zugreifen können, auf diese Informationen, und sie benutzen können, speichert alle Daten aber auch intern auf einem Rechner. Nach der Speicherung und Strukturierung kommt die Verarbeitung. Die Verarbeitung erfolgt durch Filterung, Verdichtung und Analyse. Wichtige Daten werden zum Beispiel gefiltert von unwichtigen Daten. Diese Daten werden dann wiederum verdichtet und analysiert. Diese Verdichtung und Analyse ist dafür notwendig, um diese Daten zu veredeln, um sie später dann auch tatsächlich vernünftig weiter benutzen zu können. Wie zum Beispiel eben der Visualisierung, um diese Daten zum Beispiel auch verkaufen zu können oder halt eben um Prozesse zu optimieren. Um diese Daten zu veredeln, werden Tools benutzt, wie zum Beispiel Data Mining oder das Big Data Analytics Tool. Der letzte Schritt ist die Nutzung. Wie bereits erwähnt, werden diese Daten dann visualisiert, weitergegeben und verkauft an andere Firmen, die diese verwenden können und wollen, oder sie werden zur Prozessoptimierung verwendet. Zum Beispiel, um Prozesse schnell ablaufen zu lassen, qualitativer oder einfach eben effizienter. Ein gutes Beispiel zur Nutzung dieser Daten gab 2018 die Deutsche Post Direkt GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post.
Sie sammelten und erfassten Milliarden von Daten aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel dem Kraftfahrtbundesamt. Über 34 Millionen dieser Daten kamen aus Haushalten und 20 Millionen dieser Daten aus Häusern. Sie speicherten diese Daten in Data Lakes und Datenbanken, strukturierten sie, filterten diese Daten nach Kriterien wie Alter, Bildung, Geschlecht, Familiensituation, Kaufkraft, Konsumverhalten und PKW-Besitz sowie verdichteten und analysierten diese Daten. Letztendlich nutzten sie diese Daten zur Analyse interessanter Personengruppen sowie benutzten sie für das Anpassen und Optimieren von Prozessen. Diese Daten waren für sie selbst sehr relevant, allerdings auch für Käufer. Diese Daten wurden zum Beispiel weiterverkauft, zur Wahlzeit an Politiker, die wiederum diese Daten benutzt haben, um besseren Einblick in ihre Wähler zu bekommen und diese besser beeinflussen zu können. Nun möchte ich über cyberphysische Systeme reden. Ein essentieller Part der Industrie 4.0 sind die cyberphysischen Systeme, die erst ermöglichbar sind durch die verbesserten Möglichkeiten zur Datenerfassung, Speicherung und Verarbeitung und den neuen Möglichkeiten der Kommunikation durch das Internet der Dinge. Als cyberphysische Systeme bezeichnet man physische Objekte, die um ein IoT-Modul mit eingebetteten Sensoren und Aktoren erweitert wurden. Diese Objekte können autonom mit der Umwelt interagieren und in einem gewissen Rahmen eigenständige Entscheidungen treffen. Sie sind dezentral, echtzeitnah und autonom. Dezentral bedeutet, dass sie nicht von einem zentralen Punkt aus entscheiden, sondern all diese Server sind in einem Netzwerk miteinander verknüpft und können Entscheidungen treffen und können interagieren. Sie sind echtzeitnah, was bedeutet, dass Entscheidungen sofort, in Anführungsstrichen, sofort getroffen werden können und sofort übermittelt und verarbeitet werden können. Dadurch, dass sie autonom entscheiden können, können Aufträge viel besser individualisiert werden und Störfaktoren können viel besser beseitigt werden. Kommt es zum Beispiel zu einer Störung in der Produktion, kann die Produktion auf andere Bahnen verlenkt werden und von anderen Maschinen übernommen werden. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass auch individuelle Bestellungen angenommen werden können. Bestellungen, die sich zum Beispiel auch innerhalb von kurzer Zeit ändern. Sagen wir mal, die Menge oder zum Beispiel das Aussehen eines Produktes kann während des Prozesses umgeleitet und verändert werden. Objekte, die in Frage kommen für das IoT und mit einem Modul versehen werden können, sind zum Beispiel in der Produktion, Fertigungsanlagen, Werkzeuge, Produkte und Komponenten. Die Produkte selbst können Informationen aufnehmen und abgeben, während sie produziert werden. Sie können zum Beispiel ihren Standort abgeben oder eben aber auch sagen, dass es Probleme bei den Prozessen gab und bei der Produktion. In der Logistik werden diese IoT-Module zum Beispiel in Fahrzeugen, Transportbehältern und Förderungseinrichtungen installiert. Das wiederum sorgt dafür, dass diese Prozesse der Logistik optimiert werden können, dass jederzeit abgesichert werden kann, beziehungsweise dass man absichern kann, wo der Standort dieser Fahrzeuge ist, dass man dass Prozessentscheidungen bezüglich der Logistik besser und präziser getroffen werden können und noch vieles mehr. Ein gutes Beispiel hierfür, also für ein cyberphysisches System, ist zum Beispiel der Einparksensor. Der Einparksensor hat eingebaute Radarsensoren. Diese Sensoren nehmen die Umgebung auf, realisieren diese Umgebung und geben ein Signal bzw. ein visuelles oder akustisches Signal an den Autofahrer weiter. Dieser kann dadurch erkennen, wo er gerade steht und wo sich der Wagen befindet. Dies ist eigentlich ein sehr gängiges Modell eines cyberphysischen Systems, das überall eingesetzt wird. Um aber diese cyberphysischen Systeme besser realisieren zu können und anwenden zu können, müssen zunächst erstmal die ERP-Systeme weiterentwickelt werden. Diese sind momentan noch nicht weit genug entwickelt, um sie in Smart Factories für cyberphysische Systeme anwenden zu können. Cyberphysische Systeme lassen sich grob so erklären, dass sie aus einem Prozessor, einem Kommunikator und einem oder mehreren Sensoren oder Aktoren bestehen. Die Sensoren und Aktoren interagieren mit der Umwelt. Die Sensoren können dabei Größen aufnehmen und die Aktoren können Größen abgeben.
Sensoren messen physikalische und chemische Größen, speichern diese Informationen und stellen diese zur Verarbeitung bereit. Die Prozessoren sind programmierbare Minicomputer, die sich um Steuerung, Überwachung und Datenverarbeitung kümmern. Sie verarbeiten Sensordaten und können in einem gewissen Rahmen selbstständig entscheiden. Aktoren verarbeiten Daten und Informationen zu mechanischen Bewegungen und physikalischen Größen, wie zum Beispiel Druck oder Temperatur. Der Kommunikator verbindet das System mit der Umwelt, wie zum Beispiel M2M oder HMI. M2M bedeutet hier Machine to Machine und HMI Human Machine Interface. Der Kommunikator sorgt auch dafür, dass diese Sensoren bzw. dass diese cyberphysischen Systeme verbunden sind in einem Netzwerk mit anderen cyberphysischen Systemen und miteinander kommunizieren über halt eben notwendige Daten. Durch das Nutzen von Big Data und cyberphysischen Systemen ist es möglich, herkömmliche Fabriken durch Smart Factories zu ersetzen. Hierfür wurde eine Automatisierungspyramide erstellt, die visualisieren soll, wie die Abläufe in einer Smart Factory vonstatten gehen, die autonom funktioniert. Ebene 0 ist die Prozessebene. Auf dieser Ebene finden die physikalischen Fertigungsprozesse statt. Level 1 ist die Feldebene. Bei der Durchführung der Prozesse entstehen Signale, die von den Sensoren empfangen und von den Aktoren umgewandelt werden. Diese sind der Feldebene zugeordnet. Level 2 ist das SPS. Also die speicherprogrammierbare Steuerung. Auf dieser Ebene erfolgt die operative Steuerung der Fertigungsanlagen. Hier werden also die Anweisungen für die einzelnen Arbeitsschritte erzeugt. Level 3. Auf der Prozessleitebene werden Fertigungsprozesse in Echtzeit disponiert sowie digital erfasst und überwacht. Das SCADA-Prinzip Supervisory Control and Data steht für die verschiedenen an den Fertigungsprozessen beteiligten Anlagen über das IT-Netzwerk. Auf der Betriebsleitebene findet die eigentliche Produktionsplanung und Steuerung statt, mit Hilfe eines PPS oder MES-Systems. Fertigungsaufträge werden über Stücklisten in Arbeitspläne umgesetzt und an die Anlage weitergeleitet. Die oberste Ebene, Ebene 5, bildet die Unternehmensebene. Sie steuert das ERP oder auch Enterprise Resource Planning System. Sie steuert die Prozesse, Ressourcen, Kapital sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Von oben nach unten werden Planungsentscheidungen getroffen und von unten nach oben werden nach diesem Prinzip Daten erfasst. Unser Fazit aus dieser Präsentation ist, dass die Industrie 4.0 das Konzept der Zukunft ist. Alle Industrien werden früher oder später umsteigen müssen auf die Industrie 4.0. Nur ist dies aktuell noch nicht so einfach, da die meisten Systeme, wie zum Beispiel das ERP, noch nicht weit genug entwickelt sind, um es allgemein einsetzen zu können. Software muss noch zu stark individualisiert werden, was sehr, sehr kostenaufwendig ist. Außerdem muss komplett umgerüstet werden auf Industrie 4.0. Um Smart Factories nutzen zu können, können altherkömmliche Maschinen nicht weiter genutzt werden, da diese keine IoT-Module verwenden und nicht kommunizieren können mit anderen Maschinen. Was daraus nun mal eben resultiert, sind unglaubliche Kosten, was sich die meisten Hersteller aktuell nicht leisten können. Größere Hersteller wie zum Beispiel Tesla haben bereits Standpunkte hier in Bremen, an denen sie Smart Factories aufgestellt haben und produzieren. Was aber tatsächlich der Fall sein wird, ist, dass in den nächsten Jahren, auch wenn es nicht allzu bald sein wird, alle wahrscheinlich umrüsten werden auf Smart Factories, um weiterhin konkurrenzfähig bleiben zu können. Sollte es noch Fragen zu dieser Präsentation geben, haben wir hier alle Quellen aufgelistet, um all unsere Informationen nachvollziehen zu können. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.